natürlich auch jetzt eine positive Motivation auslösen oder frustrieren. Jawohl, dann zieht er durch. Damit der lange, schnelle Service wird. Nein, nein. No? Hoppala. Was hat er da schon noch während des Ballwechsels gesprochen? Das ist eigentlich nicht zulässig. Er hat geglaubt, dass der ins Out geht. Vom ungarischen Schiedsrichter. Er hat geglaubt, dass er im Out ist und dann ist er völlig überrascht, dass der doch noch da ist. 11 zu 6. Erster Satz für den SVS Niederösterreich. Eigentlich ohne allzu viel zu wackeln. Schon im Out gesehen. Ah, schade, Wechsel zur Verteidigung. Der Topspin-Rallye kann er ganz gut mit dem Polen. Aus den schnellen Abschluss zu suchen. Oh, der war der Rack, dass er da richtig drüber gehen kann, aber der Block von Chen, nicht von schlechten Eltern. Chen Wishing, der ist sehr fokussiert heute, das sieht man bei ihm nicht immer. Gibt schon. Muss man ja unter die ersten zwei kommen. Im Moment in Niederösterreich nur Dritte. Auch jetzt wird. Spielt ihm den Ball auf die Rückhandseite. Der kann sehr, sehr gut spielen, besonders gegen Verteidiger. Aus der Sicht der Polen mit einer Niederlage. Schade. Das Polen. Spielt, dann wird das noch einmal ganz gefährlich für Chen Wishing. Das ist was für Schwarze. Ja. Bravo Chen! Bravo Chen Wishing! Schade. Aber auch Gorak. Und diesmal ist die Netzkante auf der Seite von Chen Wishing. Er gewinnt beide Sätze am Beginn dieses Spiels glatt und den dritten knapp. Gorak war souverän, aber
auch so geplant. Die Niederlage gegen Osang Jung von Werner Schlager, die kann passieren, die ist eigentlich auch Regel. Aber dann der Sieg von Chen Weixin gegen Daniel Gorak. Ein Gegner, gegen den er zuletzt verloren hat, der war furios. Er hat heute großartig gespielt, trotz der 0:3 Niederlage gegen Osang Jung. Auch eine hervorragende Leistung. In Summe, das Team hat gewonnen, die Mannschaft hat gewonnen und jeder hat seinen entscheidenden Beitrag zu diesem Sieg geleistet. Das ist das, was zählt. Es kann weitergehen in der Champions League. Das war ein langes, aber interessantes und spannendes Verlängerungsspiel.